Moin YouTube und herzlich willkommen zum Opening des brandneuen 2-Spieler-Starter-Sets. Das erste Starter-Set-Starter-Deck, das wir hier in der TCG halten, seit 2018. Da haben wir das letzte Mal eins bekommen und jetzt 5 Jahre später hat man sich gedacht, man ändert ein bisschen das Konzept. Man bringt da gleich statt einem gleich 2 Starter-Decks, so ein bisschen, wie wir es gesehen hatten bei den Speed-Duel-Starter-Decks schon vor einiger Zeit, wo dann, ich glaube, zum Teil waren es ja dann so Mixed-Sets, die sogar 4 Starter-Decks hatten, aber da ist ein bisschen Deck-Size auch kleiner. Und hat halt 2 Decks hier gebracht, mit ein paar sehr interessanten Reprints. Natürlich der Zeus, der guckt einen schon die ganze Zeit an. Das Set wurde ein bisschen verschoben, das sollte, glaube ich, ursprünglich, ich glaube, Ende Oktober letzten Jahres rauskommen, wird dann nochmal verschoben hier an Ende Januar. Jetzt ist heute der Release und wir schauen uns das einmal an, denn man hat sich auch dabei gedacht, man macht es ein bisschen anders, das Konzept. Man macht das halt so, dass man wirklich die Spieler so ein bisschen an die Hand nimmt, die das möchten. Und einmal die ganzen oder die meisten Mechaniken so oder die wichtigsten ersten Einsteigermechaniken so ein bisschen beibringt, damit die halt das so ein bisschen spielerisch mitgebracht bekommen, hat man sich halt überlegt, dass man da einfach so einen, ja, so einen Comic-Strip da mit reinmacht, mit entsprechenden Regelerklärungen und entsprechend sind halt auch die Decks so angeordnet, dass quasi diese Duelle nachgespielt werden können, indem halt die Reihenfolge durchgegangen wird. Und wir werden uns heute mal anschauen, was da alles drin ist. Wir werden jetzt nicht so ganz im Detail auf die entsprechenden, dieses Anime-Duell gehen, weil ich glaube, das würde das ganze Video sprengen. Aber wir schauen uns einfach mal an, was die Reprints hier drin sind, was so allgemein die Karten da drin sind und werden nochmal diskutieren, warum das Set momentan von vielen Leuten weggehatet wird. Ich glaube, das liegt ein bisschen daran, dass Leute so ein bisschen out of touch mit Starter-Decks gekommen sind und das werden wir hier nochmal gleich im Detail ansprechen und uns einmal auch nochmal anschauen, was hier alles drin ist. Legen wir los. So, dann schauen wir doch mal und gucken mal, was da so alles drin ist. Ich hoffe, man kriegt das Tape hier einigermaßen ab. Sieht nicht so aus. Wehrt sich und peelt auch gleich die Verpackung. Das ist mal guter Stuff. Wenn Leute Bock haben, die Verpackung aufzubewahren, ist das hier nicht möglich. Ich glaube, das müsste man mit so einem Föhn oder so einem Heißluftding machen, damit man das dann rückstandslos abkriegt wahrscheinlich. Hier ist noch ein bisschen was hängen geblieben. Love it. Aber wenigstens nicht viel Plastik bisher, was ich hier so von außen sehe. Ist da auch noch was hängen geblieben? Ja. Bis auf den Klebestreifen. Konami macht ja die letzten Jahre ordentlich Fortschritte. Ghost from the Past Zeit und Maximum Gold Eldorado Ära ist so langsam vorbei. Was ist hier auch noch? Seriously? Ja, flimsy Kleber hier. Nice. Immer noch dran. Geil. Love it. Love it, wenn es in seine Einzelteile da verdödelt. Come on. Seriously. Puff. Kindersicherung mit eingebaut dann quasi. Ach, hier. Wait, what? Das haben wir schon abgezogen. So. So, da haben wir die Decks. Da haben wir die Anleitung dazu quasi. Oder den Guide. Und dann habe ich hier die 2 Decks. STAS und STAX. Und der Rest ist alles aus... Das ist doch... Guck mal, das ist Fortschritt. Konami sehr gut, was die Verpackungsfront angeht. Langsam kriegt ihr es langsam gebacken, das auch verantwortungsbewusst zu machen. Sehr schön. Dann schauen wir uns doch mal an, was wir hier haben. Richtig hier auch groß, aber in schwarz-weiß. Ist auch fein. Und das soll quasi wie so eine Art Manga sein. Das ist wieder der Typ aus... Master Duel, ne? Der Red-Verschnitt quasi. Mhm. Hier wird das dann komplett Schritt für Schritt erklärt. Ich werde das jetzt hier nicht Step für Step durchgehen, weil ich glaube, dann wird das Video sehr lange, sehr, sehr lange dauern. Aber wir können trotzdem mal so ein bisschen durchgehen. Ist das Comic Sans? Ich glaube nicht. Das ist, glaube ich, irgendwie so eine Yu-Gi-Oh!-Schrift, die sie hier benutzen. Ist aber cool, dass sie das halt hier nach der Reihenfolge machen und dann damit das Duellieren erklären. Das ist, glaube ich, sehr cool. Und auch damit wahrscheinlich auch die anderen Beschwörungsarten auch gleich mitmachen. Ne? Genau, die Position, die Lebenspunkte. Das ist auf jeden Fall hilfreicher als heutzutage in den Structure Decks, wo einfach gefühlt gar nichts mehr drin ist. Und man das alles sich online reinlesen muss und zum Teil halt die Quellen dort schon mittlerweile auch schon wieder veraltet sind, weil Konami das einfach nicht updatet. Seit Link Error quasi, seit dem letzten Starter-Deck. Sehr cool.
Oh, ich glaube, das kann ich mir vorstellen, ist sehr hilfreich für Leute, die überhaupt null Ahnung vom Game haben und einfach mal das durchgehen möchten. Ich hoffe hier halt bloß, dass hier keine Fehler drin sind. Das ist bei Konami ja gerne mal, sieht man ja gerne mal, dass da irgendwelche Fehler drin sind. Ich weiß nicht, ob das hier jetzt schlechtes Deutsch oder normales Deutsch ist, ich hoffe schon, dass es normales Deutsch ist. Also es sieht erstmal ganz nice aus. Sehr cool. Könnte man einfach mal ein Video machen zu dem Ding. Einfach, dass man das nachspielt, das ist das Video. Great. Okay. Sure. Hier nur eine praktische Übersicht. Ja, sehr cool. Ja, das finde ich schön, dass hier endlich mal wieder was griffbereit ist, dass man was lesen kann und das halt... Ja, es ist jetzt hier kein recyceltes Papier, das ist wieder so Hochglanzpapier, aber in Schwarz-Weiß dann gedruckt statt in Farbe. Ist auch okay, denke ich mal. Und ja, dann schauen wir mal an, was wir hier haben. Wir haben hier halt Deck Nummer 1 und Deck Nummer 2. Das ist natürlich die Karte, auf die sich die meisten freuen, gereprintet zu sehen, den AA2 Symbols Donner. Da kommen wir gleich dazu. Wir schauen uns erstmal vielleicht das erste an hier. Stopp, mische dieses Deck nicht. Genau, das ist, wenn wir den Comic nachspielen wollen. Das bin ich jetzt aber nicht dafür hier. Deswegen, wenn du den Comic liest, bist du Spieler S. Ah. Okay. Weil STHS und STHX muss. Okay. Und da haben wir dann Manadium Primeheart. Der kam ja letztes Jahr, glaube ich, in Cyberstorm Access raus. Ist ja halt eins der Monster, was halt auch mehrere Empfänger benutzen kann, theoretisch. Den Säbelrino. Boah. War nicht mal irgendwo als Super Rare drin? Ich weiß es gar nicht mehr. Korallendrache, der war, glaube ich, nochmal als Ultra Rare auch in Dual Devastator reprintet drin. Kam ja im Original in The Dark Illusion, glaube ich, als Secret Rare raus oder so. Stygische Unteroffiziere, schon eine etwas ältere Karte. Zurück an die Front, Manadium Furchtlos. Das ist die Karte, glaube ich, die zweimal hier drin ist mit unterschiedlicher Setnummer, wenn ich mich recht entsinne. Galaxie-Zyklon, Nachschubtrupp, Phantom, König Hydroid, endlich frei, geschenktes weißen Elefanten, Kraftrahmen, finsterer Resonator, starre Schraubenegel, Kartenkavallerist, Möbius, der Frostmonarch, Kraft der Magie finde ich sehr cool, das ist mit dabei, ist magischer Zylinder, Maske der Verfluchten, Kuna mit Kette, schwarzes Loch, Maske der Finsternis, Spalt, Barriere-Resonator, Manadium Furchtlos, hier nochmal. Das ist, glaube ich, das einzige Set so richtig, wo wir das mit unterschiedlichen Setnummern haben. Mit Ausnahme natürlich den alten Spellrulers, die dann halt nochmal reprintet worden sind und sowas und dann zum Teil auch dieselbe Karte, aber die kannst du halt nicht beide aus demselben Set ziehen mit unterschiedlicher Nummer. Visa Starfrost auch schön, ist in Common sogar mittlerweile erhältlich für die Leute, die halt Manadium auch gerne spielen. Uvarolob ist schön für alle Leute, die mit dem Crimson Dragon spielen und Crimson Dragon, ja, Red Dragon Archfiend, Rotdrachen, Ätzendabelle, DD Kree als Common, auch sehr cool. Ich glaube, im 2017er war, glaube ich, Effektverschleierin drin. Das war, glaube ich, die letzte Handtrap, die wir mal drin hatten. DD Kree jetzt als Common-Version ist auch nice. Die Dekree ist halt eine Karte, die immer wieder auftaucht im Game und dann wieder verschwindet. Ich kann ja mal die coolen Reprints rauslegen. Dieser Starfrost, genau. Karten Auto D, Sündenbock. Stürmische Spielkraft finde ich eigentlich auch nice. Ist eine Karte, die gerne bei Einsteigern beliebt ist. Und eine Karte, die habe ich das Gefühl, egal wie oft sie reprintet wird, sie geht mit der Zeit wieder höher, weil das ist so quasi die beste Mirror Force quasi, weil Drowning halt einen direkten Angriff braucht und die Bounce, die zerstört nicht und deswegen meistens die über die normale Mirror Force präferiert wird, was sehr cool ist. Verräterische Schwerter und dann haben wir noch ein paar Vanillas natürlich, müssen auch dabei sein. Wenn ich mir so die Monster hier ansehe, in diesem Starterdeck ist ungefähr auch das so vergleichbar mit dem 2018er, da hatten wir auch Darkhold drin, wir hatten da glaube ich aber TT und sowas noch zum Teil drin, aber dafür haben wir hier halt sowas wie die Dekree, stürmische Spiegelkraft. Ich würde sagen, vom Level ist es ähnlich. Natürlich so ein bisschen auf die modernere Zeit angepasst. Also damals hätte man, glaube ich, also die Karte hätte sowieso nicht gegeben und die hätte man wahrscheinlich dann niemals reprintet. Und dann schauen wir uns mal das andere Deck an, was ja natürlich direkt schon Bananas ist, weil wir den Zeus drin haben. Na komm. So. Oh Gott. Das ist dann Spieler X. Stoppen mische dieses Deck ebenfalls nicht. Sehr cool. So, da haben wir natürlich den Zeus drin. Das ist eine sehr gute Xyz-Karte, die, ich glaube, das letzte Mal in der Megatin 22 reprintet worden ist. Und in der, also, das war halt der letzte Ultra-Rare-Print. Und das ist halt dieselbe Rarity wie hier. In Megatin, nee, 21 war das. Und natürlich in Secret Rare, in Battles of Legend. Lass mich kurz überlegen. Ich glaube, war das Crystal Revenge oder Monsters Revenge? War das dieses Jahr?
Ach, ich kann mich schon nicht mehr erinnern, aber die wurden nochmal in Secret Rare reprintet. Aber jetzt natürlich kann jeder die quasi garantiert haben, wenn man sich so ein Structure Deck hier holt. Und es ist damit natürlich viel einfacher für die Leute jetzt ranzubekommen, was sehr nice ist und sehr starkes Monster ist. Das kann man gleich mit rauslegen. Castell wurde früher sehr viel gespielt. 2014, als ein Duelist Alliance rauskam, das ist eine starke Karte. Und 2015 danach nicht mehr so viel. Giga Brillant. Wurde nie sehr viel gespielt. Der Gusto Emerald, eine Karte, die auch lange Zeit banned war, oder ich glaube, die war banned, ist jetzt wieder zurückgekehrt. Ist ein guter Rank 4. Ist auch geil, dass er hier mit dabei ist, finde ich. Ist eine schöne Addition. Dann haben wir den Mongo, der kam gerade noch nicht so lange heraus. Magischer Makler, Sternzieher, Nächtlicher Strahl, Angriffsverkehrskontrolle, Sternänderer, Gagaga Magier, Kampfgeist, Würde des Mächtigen, Ungeheuerkönig Barbaros, Schaukelnde Erinnerungen, Jaroid, Dunkle Fabrik der Massenproduktion, Graro, Schwertkraftaxt, Nageldecke. Das ist eine Karte, die war sehr cool. Die war damals, als noch reißender Tribut 2014 noch auf 1 war, war das quasi so ein reißender Tribut gegen Agro-Decks, die halt viel gespecialt haben. Es konnten viele Backro-Decks dann spielen, gegen sowas wie Atlantisch, Nixon-Rüstung, konnte man halt die dann umdrehen, konnte man alle Monster quasi zerstören, von denen, wenn man noch verdeckte Monster hat. Wurden seine eigenen Monster halt nicht zerstört, wenn die halt verdeckt waren, das halt sehr nice war. Es hat, glaube ich, sowas wie Getribria gespielt und zum Teil konnte das halt auch Decks spielen wie das Head-Deck damals. Hands Artifacts, Trap Tricks. Buch des Mondes auch schön immer wieder zu sehen, ist halt eine gute, flexible Karte, kommt auch immer wieder rein und raus. Mischer Ramp dafür wird nicht mehr so viel gespielt, also eigentlich fast gar nicht mehr. Habe ich ja das letzte Mal, glaube ich, sogar noch erfolgreich mit Unchained gespielt, wo man die Karte auch für sich selbst benutzen kann. Aber ich finde, Nageldecke ist ein toller Reprint. Ich glaube, die hatte gar nicht so viele Reprints, dass die mal wieder mit dabei ist. Das ist auch nice, ist quasi so eine Art TT. Ich weiß auch gar nicht, ob TT hier noch drin ist. Pinguinsoldat, Magier des Glaubens, eine Karte, die jetzt auch schon etwas länger wieder zurück ist, aber trotzdem eine coole Karte und auch für alte Formate beliebt ist. Schimmernde Magier, dunkles Magiermädchen mit dem OG-Artwork. Kann man ja auch reinwerfen, warum nicht? Leute feiern ja auch das Artwork. Ich sehe es wieder gebohrt, Kranich-Kran. Ich finde es ein bisschen schade, dass diese Karte nicht wirklich abgehoben hat, weil das eigentlich ein Junk Synchron für Level 3 oder Rank 3 Decks gewesen. Bisher hat die Karte noch nie was gemacht. Die ist ja schon vor Ewigkeiten erschienen. Ich weiß nicht, was das war. Galactic Overlord oder so. 2012 oder 11 kam die raus. Hat nie wirklich einen Einschlag gehabt. Oder im Starter Deck, glaube ich. I don't know. Ja, hätte ich gerne mal gesehen, dass die irgendwie sinnvoll ist. Aber das aus dem Grave Reborn ist halt einfach not good enough irgendwie für Yu-Gi-Oh! Lieber aus dem Deck holen oder aus der Hand specialen war meistens irgendwie besser. Fähigkeitserbe. Endlich der Goldene Lord, das ist auch ein sehr cooler Reprint, auch wenn die Karte jetzt natürlich zu Tode geprintet worden ist in der Rarity Collection, in unterschiedlichen Rarities, ist Eldritch natürlich jetzt als Common zu sehen, ist sehr, sehr nice für Leute, die sich halt nicht displayweise halt die Rarity Collection leisten können, kriegen hier halt einen automatischen Eldritch, das ist halt schön, die Karte kann man halt sowohl in ihrem eigenen Eldritch-Deck spielen mit ganz so viel Backrow oder halt auch als Engine in bestimmten unterschiedlichen Decks, wo man ihn halt quasi als Removal-Karte benutzen kann oder als guten Beatstick, der sich selbst schützen kann. Cyberdrache, Ruf der Gejagten, Kosten verringern, 1000 Messer, Weißer Ninja, Entkräftungsschild, No Entry, kein Zugang. In Zahlung und Name auch eine schöne Draw-Karte für Level 8er Decks, da sieht man ja so ab und an sowas mit Dangers und so, weil die auch sogar noch drauf triggern können. Gibt es da so einige Decks, ich glaube, sogar zum Teil gesehen, jetzt nicht mehr so viel, weil das Deck ja konstant genug ist, aber so ein Dark World hat man so ein Teil gespielt, weil damit man Graffa setupen konnte, beziehungsweise auch den neuen Rainbow in den Grave kriegen konnte, um von da aus halt für Plays zu gehen. Auch wenn die nicht getriggert sind, hat man die halt wenigstens schon mal im Grave, damit man die halt wieder reborn kann. Immer wieder eine gute Karte, auch immer ein schöner Reprint. Bin gespannt, ob die vielleicht in der Rarity Collection 2 drin sein wird. Das wäre halt eine gute generische Karte quasi. Dann haben wir noch ein paar Vanillas-Schwertkämpfer, Gabo Jama, dunkler Magier mit dem Artwork, das glaube ich damals in diesen Boxen da in den USA debütiert ist. Da gab es dann die Yugimoto-Box. Und dann gab es noch eine Kaiba-Box und bei uns gab es halt die gemischte Box, wo wir dann halt beides hatten. Ich glaube, damals dort debütiert und ich glaube, dann bei uns reprinted worden in der Megatin. Oder war das umgekehrt? Ich glaube, das wurde dann nachher, glaube ich, in irgendeiner Megatin reprinted. Kanindrache, Mystischer Djinn der Lampe, Riesensteinsoldat und Ritterin der Königin. Ja, das sind die Starter-Decks und ich muss sagen, ich verstehe die Kritik nicht ganz von den Leuten, außer natürlich, dass viele Leute natürlich extrem detached sind von Starter-Decks, weil Starter-Decks hat es halt die letzten 5 Jahre nicht mehr gegeben, das letzte halt 2018. Und
dieses Deck, also diese zwei Decks zusammen sind halt viel besser als das, was wir 2018 in den Starter-Decks hatten. Nicht nur jetzt auf heute umgemünzt, sondern allgemein auch vom Card-Pool, den man hier mit drin hat. Für einen Beginner sind hier sehr viele Karten zum Einstieg dabei, mit denen man halt sehr viele Basic-Starter oder Decks sich bauen kann, mit denen man halt mit seinen Freunden schon mal ein bisschen erstmal lernen kann. Und vor allem, man hat hier auch sehr viele Mechaniken, in die man schon gehen kann. Das Einzige, was ich hier ein bisschen vermisse, ist halt, wir haben Synchros und Xyz, dass man vielleicht hätte noch Link reintun können. Oder vielleicht auch zum Beispiel, wo man Cyberdrache hat, noch eine Kontaktfusion, sodass man halt wirklich schon so ein paar unterschiedliche Beschwörungsmechaniken mit drin hat. Vielleicht wird das ja im nächsten, vielleicht wird es ja nochmal so ein Zwei-Starter-Set geben mit den anderen Beschwörungsmechaniken. Das wäre natürlich auch nicht schlecht, dass man die halt so ein bisschen lernen kann. Aber vom Cardpool ist das halt, also sowas haben wir halt nie gesehen im Starter-Deck. Also das ist halt insane. Also der Zeus alleine macht schon das gesamte Starter-Ding hier tausendmal besser als jedes Starter-Deck, was wir vorher hatten. Und die ägyptischen Götter-Decks zähle ich halt nicht dazu, weil die sind weder Starter noch Structure-Deck, die sind irgendwas dazwischen. Deswegen haben sie auch keine SD-Abkürzung oder irgendwas, sondern sind ihre EG. Und ich finde, das ist halt ein großer Schritt von den Original-Starter-Decks, die früher halt jedes Jahr rausgekommen sind und so ein bisschen die Beginner abholen sollten und wollten. Und seitdem halt wir jetzt 5 Jahre das nicht hatten, dass die Leute halt irgendwie so unglaublich unrealistische Ansprüche an Starterdecks haben. Ich verstehe es einfach nicht. Weil das ist halt nicht der Punkt, dass hier einfach insane Reprints sind, die halt so mega bombastisch sind und das gesamte, quasi alle Staples hier drin reprintet werden. Das ist nicht Teil und Punkt des Starterdecks und auch von den meisten Structuredecks nicht. Ja, der ein oder andere Reprint ist halt gerne mit dabei. Haben wir jetzt hier auch mit dabei und für das Level, wie wir halt vorher die Starterdecks haben, hat das hier auf jeden Fall die Messlatte schon mal ordentlich höher gesetzt, weil hier bekommt man halt viel mehr. Und das Ding ist halt, man kann es halt auch nicht ganz 1:1 vergleichen natürlich zu einem OG-Starter-Deck, weil früher waren das halt quasi hier einzelne Decks und das sind jetzt natürlich 2 Decks in einem, ne? Das ist ja so ein bisschen Äpfel mit Birne vergleichen, aber wenn man halt das so sieht, es ist halt quasi auch so vom Preis her quasi wie 2 Starter-Decks damals. Und wenn man jetzt damals 2-mal ein Starter-Deck gekauft hätte, 2-mal das 2018er, 2-mal das 2017er, macht das hier einmal gekauft halt im Vergleich halt immer noch eine viel bessere Figur. Auch mit den 5 Jahren, was sich jetzt natürlich viel verändert hat im Game und mit den Mechaniken, sind ja trotzdem einige gute Reprints dabei, auch so einige coole neue Karten quasi mit dabei, die man so halt jetzt nicht erwarten würde, dass sie halt so schnell einen Reprint kriegen, was halt sehr cool ist. Und wie gesagt, ich hate jetzt nicht auf dieses Set drauf rum, wie die meisten anderen, weil für mich ist das halt ein Starterdeck. Ein Starterdeck hat halt bei mir halt sowieso allgemein eine Low-Bar. Und diese Bar ist für mich halt so weit überschritten. Also im Gegensatz zu irgendwelchen Star-Packs oder irgendwelchen komischen Duelist-Pack Rivals of the Pharaoh-Bullshit, der damals rausgekommen ist und sowas. Millennium-Pack oder so, wo du vielleicht eine Karte geil war drin und der Rest war garbage. Das ist so viel besser. Das ist so viel besser. Noch besser natürlich als jedes Starter-Deck, was wir vorhaben. Und finde ich, ist eine tolle, wie nennt man das, eine Progression von damals, also eine schöne Weiterentwicklung, die den Einsteigern hier halt auch eine Hilfe mitbietet, wo man das halt so ein bisschen spielerisch oder im Anime-Style lernen kann. Weil viele Einsteiger kommen ja so ein bisschen auch aus der Anime-Schiene, beziehungsweise halt Leute, die es gerne mal ausprobieren möchten, haben halt irgendwie einen der Animes gesehen. Und das hilft natürlich ungemein weiter, weil das habe ich halt auch so vermisst bei den Structure-Decks die letzten Jahre, dass halt einfach da jetzt, ja, wir haben das Feld, das Spielfeld und dann dahinter haben wir halt quasi die Werbung, was halt früher halt und die Komboliste, was halt früher halt unterschiedliche Zettel drin waren, aber wir hatten halt auch immer so eine Einsteigereinleitung gehabt, die es halt nicht mehr gibt, die muss man halt online eingucken und die ist halt uralt, die ist halt noch von der Link-Ära, wo sich natürlich ein bisschen was verändert hat seitdem, dass es halt das nicht geupdatet wird und Starterdecks hatten wir halt auch seit der Link-Ära quasi nicht mehr, dass wir halt keine neuen, ja, so handfesten Dinge hatten, weil es ist halt schön und gut, wenn man es halt online sich hinzuziehen können. Viele junge Leute haben zum Teil halt immer noch, sind halt noch sehr jung, die sind vielleicht noch, weiß nicht, 10, 11 Jahre alt oder so und möchten halt das Spiel ausprobieren und haben halt vielleicht auch nicht die ganze Zeit Internet-Access. Ist das halt toll, da kann man halt immer nachlesen, wie so als Kind früher halt, wo ich dann halt meine Comic-Hefte oder so halt im Bett gelesen habe, so abends, kann man sich halt das hier durchlesen und kann sich halt das halt als quasi so einen kleinen Guide mitnehmen und so ein bisschen einfacher in das Game einsteigen. Deswegen finde ich eigentlich die Idee und das Konzept davon halt sehr, sehr cool. Natürlich kann man das, hätte man das Starterdeck viel besser machen können, indem man halt 1000 Sachen reprintet, aber das ist halt nicht der Point, weil das Problem ist halt, wenn ihr halt jetzt hier irgendwie Effektverschleierin erwartet und eine Dimensionsbarriere und keine Ahnung was, irgendwelche Rengekis und sowas, das muss halt nachher halt noch irgendwie auch den Leuten noch ein bisschen näher gebracht werden, wenn man das halt auch spielerisch beibringen möchte. Und
Ich finde, das wird dann halt ein bisschen Matsch, wenn man das halt fürs erste Mal macht, wenn man halt wirklich dann, keine Ahnung, ich packe da noch Evenlies rein und die Kaijus oder sowas. Das alles dann nachher zu erklären, wird halt nachher so extensiv, da verliert man halt auch so ein bisschen dann den Bock, glaube ich, wenn man halt als Einsteiger das lernen möchte. Und deswegen finde ich das Konzept eigentlich sehr, sehr cool und ich bin mal gespannt, ob Konami das weiterverfolgen wird. Ich finde das nice, ein paar Reprints davon sind halt nice to have mit dabei und ihr könnt mir gerne in den Kommentaren wissen lassen, seid ihr halt Hater von solchen Sets und wenn ja, warum? Wahrscheinlich kommt es dann natürlich auch von vielen, die halt das Spiel angefangen haben ab 2019 oder später, die haben halt noch nie einen Berührungspunkt zu Starterdecks gehabt und die müssen, glaube ich, sich erstmal dazu akklimatisieren, dass es sowas früher auch immer gegeben hat, um Einsteiger ein bisschen abholen zu können und weswegen dort ein bisschen mehr Unverständnis darüber kommt, weil für mich ist das halt relativ unbegründet, muss ich so sagen. Das war's dann hier von mir. Ich hoffe, euch hat soweit dieses Video gefallen und ich hoffe, wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dahin und tschüssi.